Alles klar, Freunde, nachdem Dragosto unsere Hilfe braucht, geht es nun weiter, Freunde. Mit dem Krimi um Dragosto. Jetzt mittlerweile schon ein Krimi geworden. Wir sind hier in Lavandia immer noch, gehen jetzt Richtung Prismana City, um dann die Sylph Code zu holen und so und so fort. Wir werden das Ganze natürlich jetzt miteinander erleben. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie das hier noch verfahren wird, weiter verfahren wird. Denn wir wollen Dragosto auf jeden Fall retten. Oh my god, Lady. She's saying that's okay. Quizfrage, welches Pokémon ist zugleich süß, rund und kuschelig? Pummeluff? Bidi? Schauen wir mal. Mir ist Pummeluff dir in den Kopf gekommen. Daniela, oh la, Daniela, komm mal ist das. Pipi, okay. Okay, okay, ja, Pipi zählt auch. Ich meine, Pummeluff ist zwar rund, aber Pipi zählt auch. Okay, dann ist halt Pipi. Diejenigen, die Pipi im Kopf hatten, ding, gratuliere. Alright. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, Freunde, weil wir hatten echt ein gutes Training eigentlich im Lavandia-Turm. Und schauen wir mal, ob unsere Pokémon, ob sich das ein oder andere jetzt letztendlich mal in seine finale Stufe entwickelt. Das wäre echt cool. Ja, sei es Bisaflor. Bisaflor sollte der erste sein. Sei es Bisaflor, Glurak. Totok. Mir ist der Name gar nicht eingefallen. Totok, Tauros, etc. Bin echt drauf gespannt, was so abgeht. Und Siedewasser, genau. Und jetzt geht's nach Prismana City quasi. Prismana City ist unser Ziel. In Prismana City sollten wir ein Evoli bekommen. So war es nämlich früher im Pokémon Center. Nicht Pokémon Center, sondern im Einkaufszentrum. Oh, ich hatte gerade Angst, dass das Gefissur war. Die hat Meteor eingesetzt, ne? Ich hab's. Metronom, nicht Meteor, Metronom. Ich hab's nicht ganz gelesen, nicht mitbekommen, aber sollte Metronom gewesen sein. Also von dem Sound her. Und daraus ist. Ich weiß, ob das jetzt Erdbeben war oder Intensität. Ich glaube eher Intensität, aber whatever. Ich habe gerade nicht mitgelesen, sorry. Keine Ahnung. Anyway, ja genau. Ja, GG. Und jetzt tschüss. Daniela, war schön. Oh my god, nicht so, ey, nicht so gehässig, man. Oh god. Alles gut, Daniela, alles gut. La 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 la. Mit Rihorn. Oh, Rattika, schau mal. Ah! Geil, stimmt, stimmt. Hier. Warte mal. Hier gab es damals ein Pokémon. Gab es hier damals Kadabra? Hier, wo ich hier gerade bin? Irgendein Pokémon gab es hier, was es davor nicht gab, so sag ich mal. Oder was es nur mehr oder weniger hier gab. Es sei denn, ich irre mich. Oder war es Tauboga vielleicht auch? Weiß nicht mehr. Wir werden es sehen. Guck mal den da hinten an. Der stalkt uns schon. Hier gibt es jeden Pokémon zu fangen, stört mich gefälligst. Du hast mich angesehen. Lady, also bitte. Wenn, dann müsstest du es auf jeden Fall schon richtig stellen hier. Wer wen zuerst angesehen hat. Oh my god, Karen, komm du nur her. Mit Kadabra, ja? Vielleicht tatsächlich doch. Tatsächlich doch, Kadabra. Oder ich habe vielleicht in Erinnerung, weil die Kadabra hatte. Weiß nicht, Freunde, ob so oder so, ihr merkt schon, ne? Es sind halt die alten Erinnerungen, so die Flashbacks. Aber es ist geil, das macht es geil an dem Spiel aus, ja? Es ist auch so für mich so total Nostalgie pur. Das sind totale Flashbacks. Aber das quasi in den. Ich will nicht sagen, dass, ja, ist schon auf irgendeine Art und Weise eine Art Remake, schätze ich mal. Aber es ist schon verdammt nochmal. Also es fühlt sich wie ein. Ah nein, was mache ich? Was? Nein. Es fühlt sich wie ein eigenes Spiel an, sage ich mal. Dennoch so, trotzdem. Ich finde es so wahrscheinlich, weil es komplett neu ist oder auf. Ja, zum ersten Mal so auf der Grafik, sage ich mal. Shillock, das wollte ich nicht. Sorry, ohne Spaß, ich wollte das echt nicht, Shillock. Das sei jetzt ein Versehen, mein Freund. Nein. Das sei jetzt ein Versehen, Shillock. Es tut mir jetzt verdammt nochmal richtig leid. Oh mein Gott, Shillock. Das war echt nicht mit Absicht. Na gut. Ich muss doch wieder direkt ins Pokémon Center, ganz kurz danach. Oh, was ich geil finde, ist, dass sie wirklich so. Ja, ich will es jetzt nicht Sequenzen nennen, so. Es gibt sicherlich andere krassere Sequenzen in Videogames, aber ich finde so, dass sie zumindest so eine Spielerei mitgemacht haben. Zum Beispiel das mit Lavandia-Turm und Dragosto. Ja, das Dragosto, dass man ihn quasi sieht, so bildlich, wie er im Lavandia-Turm war. Wie er. Wer kommt? Marshock, ne? Wie er jetzt quasi mit Team Rocket mitgeht. Sie haben da so quasi eine kleine Story mit verpackt, sag ich mal. Mit diesen kleinen Sequenzen, wenn ich das so nennen darf. Das finde ich cool, das finde ich echt cool. Da hat man so einen schönen Leitfaden, sag ich mal. Marshock. Oh, Machomai, wenn ich den mal sehe, Machomai ist ja auch krank. Wie der wohl aussieht. Bam.
Okay, okay, ist effektiv, aber. Und BD? Okay. Oh my god, wenn wir den jetzt nicht umkriegen, sind wir down. Das weißt du hoffentlich, ne? Tauboga. Es liegt an dir, es liegt an dir. Machst du einen Volltreffer, SCG? Wenn nicht, dann nicht. My boy Tauboga! Tauboga! Mein boy Tauboga. Oh mein Gott, der macht sich bereit für sein Dunkel Awakening zu Tauboss. Der wird ein richtiger Boss an der Stelle. BD. Ja. Was geht ab, Leon? Lass mal ganz schnell zum Pokémon Center, Freunde. Das geht ja gar nicht mit Shilock. Der Arm hat meinen Kampf und dann war der direkt down. Das war meine Schuld, das war meine Schuld. Oh, die Musik. Chanira! 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 Wer kennt das und woher ist das? Wer kennt das und woher ist das? Freunde, eine Sache wegen Mewtwo, das fällt mir gerade auf. Das habe ich letztens im Stream gesagt. Das ist mir gerade einfach random aufgefallen. Oder eingefahren. So was als random, weil es von einem Film war. Aber Mewtwo, Freunde, der erste Pokémon-Film, Mewtwo. Ohne Spaß, eins der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich halte das jetzt nicht so, weil es Nostalgie und so. An sich so, wenn mir das mal später wieder anguckt, oder wenn es mal angeschaut habe, wo ihr ein bisschen älter wart, sag ich mal, wegen dem, was da passiert, dass da ein Pokémon geklont wird, dass Mewtwo sich fragt, also seine Existenz nicht bewusst ist, nach seiner Identität sucht, sich fragt, warum er überhaupt existiert und so und so fort. An sich so die ganze Sache mit dem Klonen, das ist sehr interessant, Freunde. Das Brutale ist jedoch, Freunde, ich habe diesen Mewtwo-Film, ich habe den echt oft gesehen. Ich habe den wirklich oft gesehen. Ich war, glaube ich, ich weiß, ob ich ungelogen, als Kind, als er rauskam, war ich, glaube ich, 7-mal im Kino. Hört sich verrückt an, aber ich war einmal alleine, einmal mit meinem Onkel, einmal mit meinen Freunden, einmal hier, bla bla bla, mit Verwandten und so und so fort. Lange Rede, kurz Sinn. Ich habe den Film richtig genossen. Ich habe auch nochmal verdammt eine Träne vergossen, als Glurak da in dem Pre-Sequel oder in Sequel oder was, in der Vor-Episode, als sein Kopf stecken geblieben ist in einem Ofen oder was auch immer das war und er nicht rauskam und geweint hat. Da habe ich verdammt nochmal geweint. Das gebe ich zu. Glurak als mein Lieblings-Pokémon als Kind, da heule ich mit, kein Ding. Und dann auch in der Szene, in der letzten Szene in Pokémon vom Mewtwo-Film. Anyway, dennoch hat mir immer, ich fand den Film geil, aber irgendwas hat am Film gefehlt. Da hat ein kleines Puzzlestück gefehlt. Irgendwie, der Film war nicht komplett irgendwie. Und Jahre später, als ich mal ein bisschen schlau gemacht habe im Internet, ein bisschen einfach mal random drauf kam, Jahre später habe ich mitbekommen oder gelesen halt, dass im Westen Warner Brothers 10 Minuten vom Film rausgeschnitten haben. Das wurde nicht veröffentlicht, also außerhalb von Japan. Und in diesen 10 Minuten, Freunde, da wurden die Erinnerungen von Mewtwo gezeigt, indem er ein Kind war quasi, also ein Kind-Pokémon, wenn ich das so sagen darf. Und in diesen 10 Minuten wurde darauf eingegangen, auf das Klonen. Nämlich, der Mewtwo geklont hat, der Wissenschaftler. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es war, glaube ich, Mr. Fuji. Kann auch jemand anders sein. Anyway, der wollte nämlich seine Tochter klonen. Seine Tochter ist verstorben. Und seine Frau hat sich von ihm getrennt, weil er so vernarrt war, in dem Gedanken, seine Tochter zu klonen. Und das ist ihm. Und er hat das quasi. Er hat versucht, Pokémon zu klonen, um eben aus den Versuchen, seine Tochter zu klonen. Und Mewtwo, hat er quasi nicht geschafft. Die sind mehr oder weniger. Ich sag mal, das Experiment ist fehlgeschlagen. Hört sich traurig an, selbst beim Erzählen kriege ich Gänsehaut. Aber. Dann ist quasi. Mewtwo hat dann quasi in seinen Erinnerungen als Kind ist er auf die Tochter gestoßen, auf den Klon von der Tochter, auf den Klon von Shigi, auf den Klon von Bisasam und Klon von Glumanda. Und diese drei, die hatten das Mal in dem Pokémon-Film. Glurak, Bisasam und Totok, die kamen ja mit so einem Mal, die sahen anders aus. Und das waren quasi die erfolgreichen Versuche, beziehungsweise die gescheiterten Versuche, die hat Mewtwo in seinem Traum gesehen. Und da hat er quasi mit der Tochter und so geredet, kommuniziert und die haben es dann aufgelöst. Weil die sind ja fehlgeschlagen, also in seinen Erinnerungen. Und Mewtwo ist, bei ihm ist erfolgreich gewesen. Und das war dann die Szene, wo die Blubberbase kommt und er sich fragt, wer bin ich? Wo bin ich? Und sagt sofort, was bin ich? In dem Sinne, ich bekomme Gänsehaut. Und Freunde, diese 10 Minuten wurden außerhalb vom Westen ausgeschnitten, weil man der Meinung war, dass es für Kinder verstörend sein kann. Dass wenn Kinder sehen, dass auf immer irgendwas anderes in Lebewesen geklont wird oder so. Ich verstehe das.
Aber Freunde, diese 10 Minuten, das war der letzte Puzzleteil, damit alles, Leute, alles, nicht nur der Film, damit einfach alles, alles in meinem Leben oder alles im ganzen Universum für mich Sinn gemacht hat. Das waren diese 10 Minuten, Freunde. Wenn ihr es auch nicht gesehen habt, dann kann ich es euch wirklich raten, ans Herz legen. Schaut es euch an. Schreibt im Internet oder auf YouTube. Was schreibt ihr da rein? Oh, wie habe ich das gefunden damals? Ihr kennt das bestimmt. Mewtwo? Oh, Mewtwo Origin. Mewtwo Origin oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, habe ich das da gefunden, so mit dem Suchbegriff? Oder Mewtwo 10 Minutes oder irgendwie. Ihr findet das bestimmt, Freunde. Ihr findet das bestimmt. Ihr habt ja quasi die Vorlage jetzt. Ich habe vergessen, was ich genau eingeschrieben habe. Oder ja, nach was ich genau gesucht habe. Wenn ihr mir nicht böse seid, schaue ich mal vielleicht nebenbei einfach auf mein Handy nach. Und dann, genau, kann ich das euch sagen, genau, was ich eingegeben habe. Aber ich kann es wirklich an Herzen legen, diese Szene, diese Sequenz anzuschauen, Freunde. Das war wirklich der letzte Puzzleteil, um das alles, wirklich alles einen Sinn macht. Oh, okay, Blitzer. So, Moment, Freunde. Lass uns erstmal hier alles richtig machen. Ha, Blitzer ist sicherlich schneller als wir, aber vielleicht schlucken wir eine Elektroattacke. Es sei denn, der macht... Okay, nicht gut, nicht gut. Naja. Mewtwo, Moment, Freunde. Mewtwo Origin. Kommt da was? Origin, hier, gucken wir mal. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht paralysiert. Hier, the uncut story of Mewtwo's Origin. Schreibt rein, Mewtwo Origin, dann kommt das hier, Freunde. The uncut story of Mewtwo Origin. Da solltet ihr diese 10 Minuten eben finden. Bitte schaut es euch an. Schaut es euch bitte an, Freunde. Okay. So, jetzt aber. Genug mit Mewtwo. Eigentlich nicht genug. Also wirklich, ist halt Mewtwo. Mewtwo liegt mir so nahe, Freunde. Es ist krank gewesen. Die Story mit Mewtwo damals. Ich, ja, wenn mich jemand fragt, lieblingslegendäres Pokémon, sage ich Mewtwo einfach. Das ist krass gewesen. Das ist krass gewesen, was sie mit Mewtwo gemacht haben, finde ich. Okay. Agilität, hä? Initiative steigt stark. Genau, zweifach. Ah, wir haben den Britzelturbo jetzt, so. Spritzelturbo. Oh, miau. Pika. Nice. Sehr schön, Pikachu, ne? Volltreffer, sehr cool. Elektromusiker Gerrit. Wie sagt er? Ah, der hat ein Megafon als Elektromusiker. Okay, okay. So, jetzt hängen wir mal ganz kurz unser Shilluk natürlich. Geben den ganzen Pokémon ein bisschen Liebe, nachdem sie im Bootcamp waren in den letzten zwei Episoden. Die habe ich ja richtig rangenommen, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Die angeschrien und alles. Jetzt geben wir mal ein bisschen Liebe hier. Oh, okay, da komme ich von da oben, okay, das merken wir uns. Den haben wir besiegt hier. Oh! Oh! Ich habe es gerade nicht realisiert, was das ist, aber als ich gesehen habe, habe ich sofort realisiert. Arcani! Was? Oh nein, bitte spring nicht rum. Arcani, bitte. Ich fehle dich an, spring nicht rum. Bitte, bitte, warte mal. Wir müssen ihn erstmal sänftigen hier. Du, nach dem, was mit Dragosso passiert ist, kriegt er nicht nur eine Beere, der kriegt alle drei. Mir egal. Obwohl, die Sanana-Beere, die braucht er nicht unbedingt. Aber kannst du auch bitte in die Mitte kommen? Ich flehe dich an, komm in die Mitte. Genau das. Arcani, Freunde. Arcani! Krass, dass man einfach Arcani fangen kann. Instant Arcani. Arcani will uns. Arcani will uns. Geil, Freunde. Jetzt zeige ich euch mal was. Oh mein Gott. Arcani ist sick. Arcani, Freunde. Richtig geil. Das freut mich. Ah. Arcani. 150 Kilogramm. 1,71 Meter. Einfach größer als ein Glurak. Fast. Die sind fast gleich groß. Jetzt, Freunde. Passet auf. Rihorn. Rihorn, du hast wirklich nett. Du warst nett, Freunde. Aber jetzt haben wir Arcani als Reittier. Dem Team hinzufügen, genau. Was für ein Level hat es? 24. Okay. Oh, jetzt schaut mal her, Freunde. Wartet mal ganz kurz, bitte. Was willst du? Arcani abchecken. Was hat denn da? Arcani, Freunde, was? Kannst einfach einen Arcani fangen. Kannst sogar direkt Shiny handen hier eigentlich. Aber ich denke, der kommt auf jeden Fall selten vor. Zart. Okay, Spezialverteidigung, Hochverteidigung und so. Ja, kann man mitleben. Biss, Brüller. Nicht die, ja, okay, aber darauf achten wir endlich. Alles gut. Aber worum es mir geht, ist, Freunde, schaut euch jetzt das an, bitte. Das ist Quality Update.
Wie groß! Wie groß! Wie groß! 636, was? Der ist noch aggressiver. Idee? Aber bitte, wie groß! Wie geil! Jetzt überleg mal, du reizt auf so Lugia oder so irgendwann, wenn das kommt. Also Lugia hat sie natürlich nicht, aber einfach mal so als Beispiel. Oder du fliegst mit Lugia. Bitte? Nur her damit. Krieg auch 2 Stück. Aber kannst du bitte in die Mitte kommen, mein Freund? Ich warte, bis du in die Mitte kommst. Komm, spiel mal eins nach links. Komm. Komm. Ja, Akani, komm, komm, komm. Akani, komm nach links. Du weißt, ich hab so. Ich hab's nicht so gut nach rechts und links werfen. Willst du in die Mitte kommen? Der will sogar weiter nach rechts. Aber ich drehe mal an. Nein! Hey, das war gut angedreht eigentlich. Ja, jetzt machen wir langsam. Hör auf, bitte, Akani. Ja, genau, danke. Perfekt, perfekt, perfekt. Langsam, langsam, langsamer kann ich. Nein, ich. Ja, danke. Alter, bleib doch mal stehen, was die ganze Zeit. Hör auf mit dem Käse, ich fehl dich an. Guck mal, kannst du mal stehen bleiben? Kannst du mal stehen bleiben? Ist es heute möglich? In die Mitte bitte. Karin, bitte, ich habe keine Lust auf so ein Spielchen. Kannst du bitte in die Mitte kommen? Ich hasse dieses Fangsystem. Ich schwör's, ich kann mich damit nicht anfreunden. Mein scheiß Nintendo Switch ist links von mir. Ich kann es nicht vor mich hinbringen. Ich kann mich mit diesem scheiß Fangsystem nicht anfreunden, Mann. Ganz ehrlich. Ich kann mich einfach nicht damit anfreunden. Geh weg. Süß. Ganz ehrlich, Mann. Das ist so eine Scheiße einfach. Sorry, aber ehrlich. Was soll das? Gib mir die Option, dass ich da... Gib mir die Option, dass ich... Warte, Mann. Nee, ich muss es so machen. Also anders geht's nicht. Das ist mit den Controllern hier. Oh, mein Gott. Oder ich sage, ich kann es umstellen, aber ich gehe nicht davon aus. Jetzt, ich sehe es kommen. Wenn ich ein Shiny-Pokémon sehe, ich werde es nicht fangen können. Ich werde nicht ziehen können. Oder ein legendäres Pokémon. Das Ding wird einfach von mir abhauen. Ich sehe es kommen, Freunde. Ich erzähle euch da keinen Käse. Und das wird was, sage ich euch. Das wird was. Unglaublich, echt unglaublich. 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 Oh mein Gott. Pummeluff. Habe ich einen Pummeluff eigentlich gefangen? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade echt nicht. Ist das Pokémon da oben rechts hier das dafür, dass ich den Pummeluff schon gefangen habe? Keine Ahnung. Ich fange mal einfach rein. Guck mal. Gerade werfe ich. Gerade werfe ich's. Oh mein Gott. Gerade werfe ich's. Ich weiß nicht, ob ich den Pummeluff gefangen habe oder nicht. Ja, sieht so aus. Naja. Oder? Nein. Siehst du? Krass, ich hatte echt kein Pummeluff. Nee, doch, ich. Doch, ich hatte eigentlich. Ich glaube, ich hatte schon ein Pummeluff. Ich glaube, die Pokéball stand dafür da in der Zeige. An der Anzeige, oder? Pipi, bla bla. Ja, ich hatte schon ein Pummeluff. Ja, okay. Ja. GG. Was ist mit Akani? Kommt hier noch ein Akani? Geil, das mit. Oh, das mit Akani ist übertrieben geil, oder? Guck mal. Das sieht so geil aus. Boah, es ist richtig geil, Freunde. Mit Akani. Boah. Das ist richtig geil gemacht. Vor allem, wie die Pokémon da auf einmal aufpoppen, ne? Wie groß. Fukano. Riesiges Fukano. Ich bin mein Vater spielen, was? Ratfratz.
Ach, keine Ahnung, aber dieses Fangsystem ganz ehrlich, Mann. Riesenpilz, let's go. Riesenpilz, ja. Damit kann man was anfangen. Ich komme echt nicht drauf klar, wenn ich Pokémon nicht fange. Also wenn, ich komme nicht drauf klar, wenn Pokémon vor mir fliegen. Ich komme nicht drauf klar, mein Kopf will nicht drauf klarkommen. Oh mein Gott. Hey, wollt ihr einen Doppelkampf? Doch nicht, okay. Ah, GG. Hanna, wie geht es dir? Los, Schlag. Seedwasser, let's go. 25 Jahre sollte klappen. Ja, fast. Arcane, guck mal, es regt mich so. Überleg mal, ich bin irgendein krasses Pokémon. Es gibt auch seltene Begegnungen, wie Dragoran oder so. Und es flieht vor mir. Ich kann es mir so vorstellen. Weil ich einfach, weil mein Nintendo Switch links von mir ist. Ich kann es nicht vor mich tun. Ich werfe auch so, aber es. Ein Bildschirm ist da, eins ist links von mir, eins ist vor mir. Ich raff nicht durch. Wer kommt jetzt als nächstes? Mautz wieder. Oh mein Gott. I need help, man. Oh Mann. Ohne Spaß. Was machst du jetzt? Ich hab keinen Bock mehr, oder was? Offenlegung. Katzkugel. Wow. Schau wieder, Mautzi. Sag mal, hast du einen Mautzi-Tick oder was? Mini. Offenlegung. Was ist los? Kennt ihr die Szene? Wo ist die Szene? Was ist los? Let's go. Der ein oder andere sollte es auf jeden Fall wissen. So, Gyre. Jetzt reißt man mit dir. Komm, Opsa. Komm, Schlock, kriegst du mal eine Spritze hier, komm. Bisschen Gangs. Aber die will sich ja auch kämpfen, oder? Jetzt hat die. Oh, was hat die? Bitte auch nicht auch drei Pokémon. Die Idee? Leila! Nur eins, nice, gefällt mir. Oh, Pikachu! Pikachu! So, Level 25, alright. Haben wir einen Schaufel für dich? Pikachu soll schnell. Oh, Donnerwelle. Schön, okay, ist paralysiert. GG. Decane. Lichtschild. Ja, es bringt dir nichts. Schlock, vergrab dich. Au. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Pikachu. Ade, Pikachu. Ade. Was für Level? 30, okay. Ade. So. Da links kommen wir nicht durch. Wir müssen ein Getränk kaufen vom Xmana City. Erst dann lassen wir uns das auf in der City, weil diesen Laden verdursten. Die Wächter. Lernen macht Spaß, Pokémon zu trainieren. Was hat er gesagt? Auch? Weiß gar nicht. Schwimmen lernen. Otto. Oh, Otto Real, was geht jetzt ab? Magnetino. Magnetino. Ich fand Magneton immer. Magneton hatte was. Ich fand ihn interessant. Als er noch einen Stahltypus bekommen hat, was. Auf jeden Fall nett, da, weil das steht ihm, also besteht er legit aus Stahl.
Magnetenschaden. Aber dann hat er noch eine weitere Entwicklung bekommen, ab der Sinnoh-Region, Magnezone. Boah, der sah krank aus. Dritte Entwicklung für Magnetino war geil. Magnezone. Richtig geil. Und der hat es an gewissen Orten immer, an gewissen Orten entwickelt. Okay, ja, wie gesagt, hier, pff, guck mal, wie geil das aussieht. Guck, der ist jetzt am Verdursten. Ich hab so einen Durst. Ja, ich... Ja, wir bringen den Tee nachher. Jetzt machen wir langsam. Müssen wir uns ein Einkaufszentrum was holen später. Wir gehen jetzt mal nach Prismana City, erkunden ein wenig Prismana City, was da abgeht. Schauen wir uns mal an. Prismana City ist nämlich sehr groß. Ah, ja, das ist Relaxo. Pokémon-Flöte bekommen wir auch noch von Mr. Fuji, nachdem wir das mit der Tragosso gemacht haben. Oh, die Musik ist geil. Tafel Wasser. Ja, aber der feine Herr da oben will einen Tee. Kapsel X-Treffer. Ich bin mir gerade aber unsicher, ob es auch in Wasser tut. Aber er hat ja explizit Tee gesagt. Hol mir ihn nachher ein Eistee oder so, keine Ahnung. X-Abwehr, all light. All light, all light. Okay. Hey! Ja, ich geh jetzt rein. Willst du mitkommen? Nein? Okay, ciao. Hey, Lady! Hey, Junge, lass mal hören, wie viele Arena du schon gesammelt hast. Drei. Olivia. Schau wieder drei Pokémon. Oh, yeah. Raichu? Hey. Raichu. Raichu. Wie sick das war, als wir zum ersten Mal Raichu gesehen haben. Von Major Bob. Und als ich Pikachu dann nicht entwickeln wollte zu Raichu. Das war schon, hatte schon Impact. Schon Impact, die Szene. Hat schon was ausgesagt, finde ich. Pikachu. Hier, bam. Optimal Counter. Oh je. Yeah. Hast du überlebt? Kriegst ein Biss hinterher. Oh. Komm, Schlock, das hältst du aus. Auf geht's, Schlock. Idee. Oh. Ah, Drachenmutter hat es auch getan. Schätze ich, sicherlich. Super Feuerattacke, ey. Ganz ehrlich. Sehr nice. Es sind auch andere Feuerattacken. Wenn du mal eins lernen willst, ich hätte nichts dagegen. Dick tri. Ach, Dankeschön, Leute. Dick tri. Alola von Dick tri ist krank. Da haben wir leider immer noch nicht gesehen. Oh, er hat den. Oh, aua, aua. Ho! Oh. Biese! Au! Was?! Achso, ich habe davor nicht gesehen, wie viel es abgezogen hat, weil es legit übersprungen wurde, oder? Die Animation. Beziehungsweise die Kraftpunkte. Hä? Ich habe mich schon gefragt, wie viel Schaden hat das eigentlich gerade gemacht? Aber ich habe das gar nicht gesehen. Ist dann, ich hab geschlafen. Tiefschlag kannst du. Okay. Guck jetzt nicht den Verarsch. Wenn er nochmal Tiefschlag macht, dann war's das. Dann geht's nicht. Denn Tiefschlag funktioniert nur, wenn der Gegner angreift. Dann machst du aber dann den ersten Angriff. Erstschlagquote. Aber nur, wenn der Gegner angreift. Jetzt habe ich den verarscht, ne? Haha, jetzt wissen die Tricks.
Europe. Ah, Pikachu mehr, komm, mach's mal. Ja, Pikachu, mach jetzt sie was. Donnerblitz, bitte, danke, ciao. Europe ist auch cool, finde ich. Europe, Yugon. Walreiser fand ich krank. Walreiser fand ich brutal. Kennt ihr Walreiser? Sicherlich, oder? Der ein oder andere zumindest. Hoppla, du bist ja viel stärker als gedacht. Oh. Okay, die wollen tatsächlich Tee. Ausschließlich Tee. Abrabs. Nein. Warum? Ist es weg? Oh my God! Jetzt ist es nicht weg, jetzt hat es entwickelt. the place. Ja, ja, jetzt wenn du auch noch links und rechts her springst, dann man kriegt die verdammte Krise ohne Spaß. Jetzt bleib mal stehen, mein Freund. Was? Schon gefangen? Idee. Okay, ich habe kein Problem damit. Oh Leute, ich habe einfach übersprungen. Egal, was soll's. Geil, aber Kadabra. Machen wir den Trick nochmal, da kommt Simsala. Spaß, das wär's. Kadabra muss man tauschen, damit es entwickelt. Aber wildes Simsala, das wären die Dreams. Oh, wie viele Vulkane aber. Ich sehe nichts. Was macht ihr da? Ciao, war schön. Hat mich auch gefreut. Ich finde es so geil, dass die Pokémon einfach umherlaufen. Ich finde es richtig geil. Jetzt geht sie auf das Pokémon zu, das du eben haben willst eigentlich. Noch einmal mal gucken, Freunde. Noch einmal mal gucken. Einmal mal schauen. Abra hätte ich gern. Weißt du, meinen? Wir haben es gerade abgefangen, aber Abra hätte ich auch gern. Okay, dann hat mich. Dann hat man einen anderen Mann. Warte mal, da hinten ist noch irgendwas. Doch nicht. Ach, zu geil, als könnte ich drüber gucken, weißt du? Ich stehe auf, keiner weiß. Alright. So, du da, Jürgen. Warte, ich komme gleich zu dir. Ich komme gleich zu dir, Jürgen. Lass erstmal ganz schnell healen. Oh, Team Rocket ist schon hier. Die treiben hier ihr Unwesen. Erstmal heilen hier unsere Pokémon. Pikachu! Okay. So, was sagst du? Ah, ja, hier ist die Wahrsagerin. Das muss ich merken. Wisst ihr warum, Freunde? Schau mal, das ist. Jetzt haben jetzt auch die Mechanik haben es vereinfacht. Und zwar, ihr könnt mit ihr reden, okay? Die kann quasi einen Blick auf die Zukunft werfen. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000 Pokémon in der Zukunft sind und verraten das Interesse. Wenn ihr das macht, dann stellt ihr euch zwei Fragen. Je nachdem, welche Antwort ihr gibt, ihr könnt das alles auf im Internet nachlesen, Freunde, auf PokéWiki zum Beispiel. Je nachdem, welche Antwort ihr gibt, dementsprechend werden die Pokémon für einen Tag lang, alle Pokémon, die ihr dann fangt, werden für diesen Tag lang, was ist das?
dieses Wesen bekommen, was sie vorher gesagt hat quasi. Schwebesturz? Ich finde das geil, dass Pikachu... Hä? Der kann Flugattacken erlernen. 90 auch noch. Pikachu schwebt nach oben und stürzt dann unvermittelt auf das Ziel herab. Das Ziel schreibt eventuell zurück. Ja, her damit. Ich sag, her damit, okay? Genau. So ist das mit der... Und deswegen, ihr merkt schon so, das gezielte Fangen so für PvP und so, das ist richtig angenehm geworden. Sei es Fangen, Trainieren mit den DV, EV-Werten, IV-Werten, also EV, IV, Fleißpunkte, ich meine die Fleißpunkte. Sandan? Ja! Alula Sandan, Freunde! Alula Sandan! Schaut mal, wie geil Alula Sandan ist! Jetzt schaut mal her, Freunde! Sandan, hau rein! Alula Sandan, Freunde. Geil. 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 Alula Sandan sieht brutal aus. Eispaar hat die Sandan. Achso, Eispaar ist er. Geil, guck mal, wie geil er aussieht. Oh Lord, direkt übersprungen, was mache ich? Einfach total schade. Typ Eis an, ja, ja, geil. Feuer ist geil, ist geil. 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 Oh, Sandan hätte ich jetzt eigentlich gerne im Team, um ehrlich zu sein. Pfiffig. Eisstahl. Nice. Eissieb hast du drauf. Verteidigung hoch. Spezialangriff. Wow, das ist sogar ein schönes. Das ist sogar ein schönes Sandan. Weil Spezialangriff haben die eh. Wow, das ist ein schönes Sandan. Den will ich. Den will ich. Ich hab Bock auf Sandan. Ich hab Bock auf Sandan. Den nehmen wir rein. Ja, ich hab Bock auf Sandan. Let's go. Bock auf Sandan. Nehmen wir. Wir tun Akani raus. Akani, der letzte Pokémon war nur ein Nutz-Pokémon, sag ich mal. Aber wir behalten jetzt Sandan im Team. Definitiv. Und wen nehmen wir mit raus? Können wir Sandan mitnehmen? Komm, nimm einfach mal Sandan mit raus. Achso, nee, geht hier gar nicht, okay. Weil soweit, ich will einfach nur Tauboga entwickeln, Tauboss, und dann werde ich... Ja, obwohl, guck mal, wir haben jetzt eh... Ich habe nicht dran gedacht, ich hatte immer in mein Team hatte immer ein Pokémon, was fliegen konnte. Aber mittlerweile ist es eine versteckte, eine Geheimfähigkeit, die Pikachu wahrscheinlich erlernt. Nein. Habt ihr gesehen? Wie Sandan hinterherkommt. Ist Beyblade! Let's Beyblade! Let's go, Beyblade! Let it rip! Warum eskaliert es so? Au, mau! Vor allem, warum rollt es seitlich einfach? Warum? Warum? Wie sieht denn das aus? Lauf doch normal, guck mal, wie das aussieht. Süß. Hä? Keiner weiß. Keiner weiß. Ohne Spaß. Einfach so. Naja. David Hasselhoff. Let's go. Und den hast du. Porenta, Porenta, Porenta. Oh mein Gott. Porenta. Porenta ist schon cool. Ich finde, Porenta hätte man eine Entwicklung verdient. Findet ihr nicht? Oder zumindest eine Mega-Entwicklung. Au. Rasierblatt. Lisa Knosp, hast du gerade zugesehen? Selbst Porenta kann Rasierblatt. Lisa Knosp, ich hoffe, du schaust zu. Lisa Knosp. Biese. Schillock, ist ein 1v1. Da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt durch, mein Freund. Miau. Komm, lass mal Sandan sehen. Lass mal Sandan sehen, was Sandan so drauf hat. Let's go. Komm zurück, Shilok. Sandan, Level 28. Groß. Ich weiß nicht, ob es sich direkt entwickelt. Wie groß. Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass es
wenn wir auf 30 zugehen, es sich entwickeln sollte. Ich habe gerade 28 im Kopf. Ich weiß, ob es könnte auch schon davor sein. Aber ich habe irgendwie 28 im Kopf. Wären einfach schlauer, wenn er mal Level 28 wird. Wie groß er aber ist. Ey, nein. Oh nee, wie kriegen wir Sandern wieder auf? Oh nee, wie wecken wir Sandern? Holla. Der schläft gut nach seiner Beyblade-Einlage, das sage ich euch. Der schläft gut nach seiner Beyblade-Einlage. Sondern wir spielen hier ein Spiel. Danke. Eisstahl. Junge, wenn der gegen ein Feuer-Pokémon kämpft. Vierfach Schaden in sein Hals. Aber jetzt, gute Fresse. Eis, 31. Okay, Freunde. Okay, Freunde, wir machen jetzt folgendes. Fassade, okay, nice, danke. Schauen uns noch ganz kurz. Guck das mal an. Guck das mal an. Wir schauen uns noch ganz kurz die City an. Nicht ganz, nicht ganz. Wir machen gleich Ende mit diesem Part, Freunde. Lass mich mal ganz kurz Evoli holen. Da machen wir. Ja, dann. Genau, wir holen uns Evoli. Dann machen wir Schluss für diesen Part und machen mit dem nächsten Part weiter. Im nächsten Part haben wir nämlich viel zu tun. Denn hier wird's abgehen. Hier wird's auf jeden Fall abgehen. Wir müssen nämlich zu Sylph Corporation. Ich würde erst gerne zu Sylph Corporation, bevor ich zur Arena gehe. Ich glaube, wir machen das so. Aber jetzt lass uns mal ganz kurz gucken. Nämlich zum Hintereingang, zum Einkaufscenter. Guck mal, wie das aussieht mit Sandern. Beyblade! Aber Sandern, warum? Das sieht ein bisschen komisch aus, um ehrlich zu sein. Es sieht halt schon ein bisschen komisch aus, oder? Läufst du hin auf einmal einfach ein Beyblade hinter dir. GG. Wer soll ich da ernst nehmen? Sandern, kannst du nicht einfach... Warum rollst du überhaupt seitlich? Das verstehe ich nicht. Warum... Das sieht für mich aus, als würde der seitlich rollen. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin echt geschockt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Komm mal. Keiner weiß. So, hier jetzt, guck mal. Schaut mal jetzt. So, müssen wir ein paar Etagen hoch. Richtig. Warum, Sandern? Warum? Ich weiß alles. Okay. Weißt du alles? Ich habe eine Frage für dich. Kommunikationsfunktion? Nee, passt schon. Ich habe eine Frage. Wann kommt Evo Vegeta? Dass in jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigentlich eine Welt existiert. Also verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit dem Pokémon, was das Zeug hat. Oh, es hört sich an wie Greedo Island. Stopp. Wo ist Evoli? Habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Hat man nicht hier Evoli bekommen? Oder muss ich von... Hä, habe ich das falsch in Erinnerung? Lass mal ganz in den Supermarkt rein. Einkaufszentrum rein. Aber ich habe eigentlich in Erinnerung, dass ich Evoli hier bekomme. Hä? Oder war hier so ein Geheimgang? Hä? Hä?
Kapuzzi! Kapuzzi sag ich. Kapu! Oh, was macht Rock da? Oh mein Gott, ich hab eigentlich keinen Bock jetzt reinzugehen. Was ist ein Zufall? Komm, wie Körper ausrastet. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf von der Arena von Pristine City. Ja, genau. Als Arena lege ich mich nämlich großen Wert darauf, mit meinen Kollegen, Kollegen auszutauschen. Weißt du, ja. So bin ich eben. Ein Profi durch und durch. Okay, nett. Leider sehen, dass meine Kollegen nicht alle so. Dies habe ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Marmurga-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Marmurga-Cracker. Okay, nice. Dankeschön. Trink da am besten eine schöne Tasse in Tasse. Achso. Ah, von. Achso, okay. Das. Okay. Das ist anders. Aber ich finde das halt geil, dass es nicht 1:1 gleich ist. Weißt du, ich meine. Das gab es früher nicht so, eine Sequenz in Rocco. Finde ich cool. Gute Abwechslung. Ist für mich so ein bisschen Flashbacks verpackt. Oder das mit Evoli. Jetzt frage ich mich, wo ist Evoli? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Genau. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir machen langsam mit dem. Part hier. Schluss. Lass uns das Haus doch abchecken. Lass uns hier noch abchecken, bis hier abgeht. Evoli! Hey, was ist hier los? Willst du mitmachen? Ja, komm, ich setz mich hin. Und zwar, Freunde, hört zu, Akatsuki. Es geht darum, wir brauchen Step-Ups in Dokkan. Legends macht's vor mit Majin Vegeta, Goku Black und drei von Goku im Step-Up-Banner im Black Friday Step-Up. Wo sind die Step-Up für Dokkan? BD. Komm, wie der dann mitkommt. Ah, ich bin der Grafiker, ich weiß, dass der für dich entworfen hat. Ja, das will ich sehen. Schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau nochmal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Okay, dann komme ich nochmal zu dir zurück. Ich bin der Programmierer. Okay. Ich bin der Projektleiter. Mach ich, dankeschön. Oh, siehst du? Oben rechts Pokémon Grün, Pokémon Rot Edition. So sah das damals in JP aus. Ah ja, du bist mir eine Schlinge. Nee. Na, Freunde. Mama für hier Schluss mit diesem Part. Evoli? Wir wären schlauer, Freunde. Wir wären schlauer. Ich finde das irgendwie ganz cool. Eigentlich habe ich so im Kopf gehabt, dass Evoli, glaube ich, hier in Tasmania Einkaufszentrum, das wir von der Hintertür bekommen hat. Kann aber auch sein, dass es geändert hat oder whatever. Wir werden auf jeden Fall schlauer im nächsten Part dann, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen von diesem Part. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.